So, hier ist Willi, unser Weit-Bahama-Männchen. Und der eine oder andere wird sich fragen, warum hier so viel Watte drin ist. Wir hatten eine Problemhäutung. Und zwar, ich habe in meinem letzten Tagebuch bei den anderen Spinnen ja gesagt, dass sich mein Männchen häutet. Wir hatten aber das Problem, dass aus der Haut nicht rauskam. Die Haut ist hinten noch auf seinem Hinterteil dran gewesen. Er ist schon rumgelaufen, konnte keine Sicherheitsseile spinnen, ist immer wieder runtergefallen. Und somit habe ich innen mit Watte ausgelegt und das schön mit Wasser benetzt, um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Und man sieht es hier unten, die Haut ist auch abgefallen. Er war über 1,5 Tage in der Häutung, habe ich noch nie erlebt, dass sich eine Spinne so schwer getan hat. Und jetzt muss das natürlich alles raus. Ich möchte natürlich die Haut aufheben. Und er hat hier heute tagsüber ein Netz gesponnen. Und wir sehen uns Willi jetzt an. Wir müssen da ganz vorsichtig sein beim Aufmachen und gucken, ob er auch Hunger hat. Oh, es tut mir leid wegen deinem Netz. Es tut mir leid. Und jetzt erkennt man schon gut, dass es ein Männchen ist. Männchen sind ein bisschen bulliger. Okay, er hat jetzt Angst. Aber ich denke mal, er wird Hunger haben. So, wo habe ich meine Pinzette? Die Haut holen wir hier raus. Ja, also er ist wirklich da hinten festgehangen, hier hinten. Das arme Kerlchen. So, tue ich hier rein. Da habe ich auch die letzten zwei Häutungen von ihm. So, wir gucken, ob er Hunger hat. Er hat sehr viel Schwarzanteil, finde ich. Mal gucken, ob er einen Proteintrink will. Wir gucken einfach mal. Denke, dass er Hunger haben wird. Oh, ist ganz schmutzig, gell? Gut, währenddessen räume ich das hier aus. Gar nichts. Du kriegst gleich dein Zuhause wieder, keine Sorge. Aber ich muss die hohe Luftfeuchtigkeit wieder rausbringen. Das ist natürlich auch nicht gut für die Spinne. Ich habe sie nur erhöht, um die Häutung zu beschleunigen, weil er sich so geplagt hat und immer wieder runtergefallen ist, weil er sich nicht richtig festhalten konnte. Aber was natürlich jetzt auch heißt, Willi zieht um. Willi wird umziehen. Er darf jetzt in sein Endterrarium. Ja, der Wurm hat sich bereits verfangen, du musst ihn nur noch holen. Dass du keinen Hunger hast, glaube ich dir nicht. Ernsthaft? Hast keinen Hunger? Oder magst du einfach den Wurm nicht? Guck mal, ob ihn ein Heimchen lieber ist. Irgendwie hat er die Maden generell bis jetzt verschmäht. Zumindest ein kleines Heimchen, ha?
Komm. Wenigstens einen kleinen Happen. Komm schon, hol's dir. Er will nicht. Wir werden das Hämmchen drinnen lassen bei ihm, weil er ist ja gehäutet. Das heißt, er ist eigentlich außer Gefahr. Ah ja, jetzt. Doch. Das Hämmchen ist da genau in der Fuge drin, gell? Jetzt kann man auch die Schilisseen mittlerweile bei ihm erkennen, auch mit freiem Auge. Und vorn sind die Männchen immer ein bisschen bulliger. Hier auf den Vorderfüßen hat er seine Geschlechtsteile. Wirklich? Gehst da rein und kommst nicht raus. Der neue Deckelrand. Ein mieses Hämmchen. Jetzt ist es natürlich tot. Gut, er will nicht. Ist auch recht. Wir gucken, ob ich ihn noch ein bisschen besser auf die Kamera kriege. Auch wieder schön schlank, jetzt auch schon ein paar mehr Haare. Ich finde auch, das Weiß ist so ein bisschen in so ein Ocker übergegangen. Und am Wochenende, man sieht schon, da drüben, die Terrarien werden der Reihe nach aufgestellt. Hier ist schon das nächste. Willi zieht um am Sonntag. Wir werden ihn dann zwar im Terrarium wahrscheinlich eine Weile nicht sehen, aber ist in Ordnung. Ich möchte das in der Früh machen, gibt es natürlich wieder ein kleines Update-Video. Morgen werde ich Erde ansetzen mit weiße Asseln und mit Springschwänzen und so eine Bodenpolizei, die das Terrarium dann von Schimmel und von Essensresten reinigt. Und ja. Ja, ich glaube, er ist noch ein bisschen erledigt. Ist okay. Darf er sein. Gut. Dann. So, für die, die wissen wollen, wie ich meine Erde fürs Terrarium mache, ich nehme dafür Kokoserde. Das sind gepresste Ziegel, die du aufweichst. Und hier fülle ich das mal an. Und ja, ich habe hier eine 15 Watt Heizschlange drin, ein Heizkabel, weil das wird bei mir in den Keller oder ins Kammerl kommen. Und ich erkläre euch auch gleich, warum ich das hier ein bisschen beheize. Wir füllen hier einfach mal schön ein. Wirklich schön rein da. Darf auch noch ein bisschen gatschig sein. Ist kein Problem. So.
Und zwar kommen da jetzt rein weiße Asseln. Mal gucken, vielleicht kriege ich eine ins Bild. Sehen wir irgendwo eine? Hier haben wir eine. Diese Dinger hier. Die kleinen weißen Pünktchen. Die kommen da rein. Und Springschwänze. Die werde ich wahrscheinlich nicht in die Kamera kriegen, die sind so winzig. Man wird sie kaum sehen. Ich glaube nicht, dass man sie auf der Kamera sieht. Das sind wirklich winzig kleine Pünktchen, die sich bewegen. Die kommen da auch rein. Das Ganze mischen wir mal durch. Ein bisschen, dass das alles ein bisschen verteilt ist. So. Alles runterschütteln. Dann schmeiße ich noch so ein bisschen Baumrinde rein, was ich von den Terrarium habe. Ja, gleich das Terrarium da rein. So, die werden sich darunter sammeln. Und was ich noch habe, ist Laub, das ich einfach im Garten gesammelt habe. Das kann man so ein bisschen reinbröseln, das dient als Nahrungsquelle. Noch mal kräftig rein. Die werden sich da drinnen ziemlich gut vermehren und das ist dann sozusagen das Bodensubstrat für meine Springspinnen-Terrarien. Braucht man normalerweise nicht so viel, wenn man nur ein Terrarium hat. Wenn man aber mehrere Terrarien hat, ist vielleicht ganz gut, wenn man das hier so ein bisschen einfach ein paar Löffel rausnehmen kann. Und ist auch ganz gut für Blumenerde in den Blumentopf. Die fressen die ganzen Schimmel weg und das Laub und das und die Reste, die der Spinne überlässt. Das Ganze wird zugemacht. Keine Sorge, ihr braucht hier keine Luftlöcher, also die halten schon ein bisschen was aus. Also er ist nicht 100% dicht, der Deckel. Und das war's. Das hänge ich an die Schaltuhr, dass sich das am Tag ein paar Mal einschaltet, damit es hier ein bisschen schwitzig drin ist. Die mögen es ein bisschen dunstig. Aber mehr brauchst du nicht machen.